Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Landstalker, die Schätze von König Nolo. Ich bin Rönne und bedanke mich, dass ihr reinschaut. Am Speicherstand habe ich übrigens gesehen, dass dieser Ort, in dem wir uns hier gerade befinden, Kasalt heißt. So, und wir haben jetzt die Eisenstiefel, um über diese stacheligen Wege zu kommen. Und da habe ich beim letzten Mal gespeichert, weil das Video schon sehr lange war. Ich will ja nie die Stunde überschreiten. Eigentlich will ich hier immer so im 30-Minuten-Bereich bleiben, aber das ist mir halt nicht immer gelungen, weil man hier dann doch umfangreichere Dungeons hat. So, wir müssen also hier hinten lang. Hier müssen wir dann gleich mit den Stachelschuhen, also mit den Eisenschuhen über den stacheligen Weg. Hier war es definitiv nicht. Hier war es, genau. Ausrüsten. Eisenstiefel. Ja, was soll der Schwachsinn denn? Wieder unsere Birkenstock anziehen. Okay. Dann kommen wir jetzt hier lang. Ah, Moment. Muss ich auch schaffen, ohne auf den Teleporter zu kommen. Mal schauen, was uns hier erwartet. Wir brauchen ja noch einen Schlüssel. Ach Leute. Wer lässt sich sowas einfallen? Ich glaube einfach das ist unten lang, ja. Okay, damit haben wir den Schlüssel gefunden. Kommen wir an das Schwert? Kommen wir? Ja! Wir kommen auch an das Schwert. Wie geil ist das denn? Wir haben alle Schwerter, das Schwert der Gaia. Das rüsten wir uns natürlich aus. Ich hoffe, es macht auch mehr Schaden. Damit fehlen uns nur noch drei Ausrüstungsgegenstände. Noch ein Harnisch, nochmal Stiefel. Es müssten die Stiefel sein, wo wir über Eis gehen können. Und uns fehlt noch ein Ring. Tragen wir wieder unsere Birkenstock? Ja, ne? Ja, natürlich. Sehr gut. Schön bewegen. Oh, aber nicht zu viel. So Leute, jetzt habe ich natürlich eine Pause zwischen dem ersten Video. Was war das? Ach, das ist unser Schwert, oder? Auch nicht schlecht. Naja, auf der anderen Seite nervt es ganz schön. Mussten wir hier nochmal lang, um zum nächsten Schloss zu kommen? Oh, ja. Ich weiß noch nicht, ob ich das Schwert gut finden soll.
damit wissen wir schon mal, dass das da hinten auch richtige Truhen sind. Okay. Brauchen wir hier einen Schlüssel? Oder war hier was anderes? Was? So verwirrend dieses Dungeon. Oder kamen wir hier gleich nur mit den Eisschuhen weiter, die uns ja jetzt fehlen? Aber ich meine, wir brauchen hier gleich nochmal einen Schlüssel, oder? Oh, toll. Mal wieder die nervigen Gestalten. Ja, wenn die Steuerung nicht so blöd wäre. Besser kennt, weil ihr es alle vom letzten Video noch besser in Erinnerung habt, weil ihr die vielleicht direkt hintereinander geguckt habt, denkt ihr, oh Mann, was ist der Ruf? Und der war es auch nicht. Nein. Okay. Nach der verschlossenen Tür, das versuche ich mir zu merken, brauchen wir die Eisschuhe, um weiterzukommen. Ah. Nicht runterfallen, ich habe keine Lust auf die Mumien. Ah, zumindest das geht jetzt flott. Ich glaube, die nächste verschlossene Tür war bei dieser Schwebeplattform, die wir erst aktivieren mussten. Aber wie kamen wir nochmal zu dieser? Wieso ist denn der da hinten gestorben, aber er nicht, weil er gerade geblockt hat? Können Gegner die Fähigkeit meines Schwertes blocken? Aua. Ich will das ganze Geld einsammeln. Vielleicht kriegen wir ja nochmal eine Lebensenergie hin. Nochmal gucken. Die Tür da muss ja auch irgendwann mal aufgehen. Wobei ich eher vermute, dass die, nicht aufgehen wird, sondern wir da fälschlicherweise dann rauskommen, wenn wir irgendwo falsch abbiegen. Yeah.
Teleporter führte zu einer Tür oder was war da? Ich weiß es echt nicht mehr. Das gibt's ja gar nicht. Ah ne, hier gab es die Lebensenergie. Oh Gott. Hier gab es nur die Lebensenergie. Ich stelle mir gerade die Frage, ob wir mit den Eisenschuhen auf diesen Stacheln, Stachelbällen stehen können und die uns ans Ziel bringen, ohne dass wir Schaden kriegen. War es nicht? Hier hatten wir, glaube ich, die Tür, oder? Ich glaube ja. Ich meine nach diesen Kämpfen. Genau, hier hatten wir die Plattform. Geschichte mit der Vase und ich glaube, da war auch die Tür. Ach, das mit der Vase müssen wir auch nochmal hinkriegen. Das ist nicht euer Ernst jetzt. Weil ich gespeichert habe? Wieder mit zu viel Schmackes geworden. War mit zu wenig Schmackes geworfen. Aber ich glaube, hier haben wir die Stiefel bekommen, ne? Oh Gott, ich bin so raus. Also das hier. Ja, hier kamen wir in die Stiefel. Mann, Mann, Mann. Muss das ja der Weg nach unten sein? Oder war das das Portal? Naja, hier hatten wir Lebensenergie. Hier war die Tür. Wunderbar. Sind wieder einen Schritt weiter nach einer Viertelstunde. Wir werden es jetzt herausfinden, ob wir auch auf diesen Stacheln hier gehen können. Nein, können wir nicht. Das funktioniert sogar. Ah, okay. Da hinten, glaube ich, hinten auch noch einen Weg. Hier sind wir noch nicht runtergegangen. Wow.
Hier kommen wir aber auch nicht weiter. Es ist wahrscheinlich wieder so eine Stelle, wo man runterfallen kann. Ja klar, von hier. Und hier runterfällt. Lebensenergie. Ich werde jetzt tatsächlich mal Eke Eke benutzen. Bevor ich noch denke, ihr könnt den Schlüssel drin liegen. So. Da kamen wir. Okay. Hat sich das Rätsel auch geklärt. Keinen einfachen Weg hier runter zu gehen. Ja, rüber vielleicht. Nee, wir müssen tatsächlich da drüber.
Ach, das war die Geschichte. Da waren wir nicht wieder hin, genau. Gut, dass die Tür am Treppenaufstieg war. Dass wir die Viecher jetzt nicht nochmal besiegen mussten. Hey, da liegt noch Geld. Schon wieder zwei Drittel für die Lebensenergie zusammen. Gut, den müssen wir ja irgendwie wegkriegen. Den Raum kennen wir auch noch nicht. Plattform nehmen müssen. Da dann markieren oder so. Oder mit den Kisten muss da einen Weg hocharbeiten. Wir gucken einfach mal. Was uns das bringt. Könnte ein weiterer Schlüssel drin sein, ne? Aber wir haben ja jetzt keine weitere Plattform. Hierfür reichen. Wir müssen ja von der anderen Seite da irgendwie. Leute. Kommen wir denn jetzt hier hin? Aktivieren wir noch was anderes, wenn wir das da jetzt aufstellen? Muss ja von der anderen Seite auch an die Kisten kommen oder so? Und das ist ja jetzt nicht hoch genug. We'll be right back.
komme ja nicht auf die Seite hier. Versteht ihr das gerade? Bin ich gerade zu blöd? Noch eine Kiste. Oder, Moment, ich habe gerade noch eine andere Idee. Das kriegen wir gerade nicht mehr hin, da muss ich noch mal raus und rein. Zum Glück ist noch einer am Leben geblieben. Was? Was soll das denn? Wieso hüpfst du drüber? Was fällt dir ein? Ich wollte gerade sagen, man sperrt sich ja quasi ein hier. Muss ja auch so gehen. So, die Idee, die ich hatte, die wahrscheinlich nicht funktioniert. Nee, das hatten wir ja eben schon. Ich verstehe es nicht. Ah, oh, dass wir uns darauf auch noch mitbewegen müssen. Ah, ich gucke erstmal woanders. Wir haben ja noch ein paar andere Räume. Vielleicht fällt mir dazu noch eine Lösung ein. Oder können wir... Nee, das ist Quatsch. Die Kisten können wir nicht mit rausnehmen, okay. Selbst wenn das... Hey, wie hast du uns denn getroffen? Selbst wenn das unten ist, brauchen wir die Eisschuhe. Moment, war da gerade auch ein Weg nach links? Nein. Müssen wir irgendwie aus dem Weg räumen.
ist der unten weg. Habt ihr es gerade gesehen? Und hier haben wir einen Knopf. Okay. Schauen wir mal, was das Ganze gebracht hat. Was hier blöd hat, Leute. Ich kann euch nicht sagen, was das hier blöd hat. Vielleicht in einem der Nachbarräume was? Mir gehen gerade echt die Nerven für dieses Dungeon flöten. Ach, und jetzt bin ich wieder hier rausgegangen. So ein Quark. Die Frage ist ja jetzt, ob ich mit den Schaltern im Nebenraum irgendwas bewirkt habe. Vielleicht bei der Geschichte mit den Kisten und der Schatztruhe. Weil so habe ich keine Änderung in dem Raum gesehen. Das müssen wir jetzt nochmal machen. Echt jetzt? Nee, doch nicht. Okay. Ich guck mal, ob hier sich was geändert hat. Oder sowas. Ich kann es mir zwar ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber dann gucke ich mir das jetzt hier nochmal an. Irgendwas fehlt da ja.
Oder können wir uns mit zwei eine Treppe da hochbauen? Reicht das? Das könnte reichen, Leute. So. Ah, wir sind zurück. Ja, hier haben wir einen Schlüssel. Aber wir haben noch keine weitere Tür gefunden, Leute. Oder? Ich habe noch keine weitere verschlossene Tür gefunden. Seite können wir weiter. Vielleicht kriegen wir hier die Schuhe. Wir haben auf jeden Fall die Tür gefunden. Ich will nur mal gucken, wo wir hier hinkommen. Da oben ragt ein einzelner Baum hervor. Bäume sind hier sehr selten. Und deswegen stehe ich hier Wache. Das ist ja schön. Ja, vielleicht muss ich ja zu dem Baum. Weiter geht's. Guck mal von beiden Seiten. Oh, schon wieder.
wieder ein Labyrinth. Oh, wir können hier speichern. Ist das geil. Ist das geil. Ich wollte gerade schon sagen, wir haben schon wieder so ein langes Video. Ah, das ist doch jetzt Sankara. Jetzt dürfen wir hier gucken, wo das Abenteuerbuch steht, um bei ihm speichern zu können. Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Wer lässt sich denn sowas einfallen? Das ist doch sadistisch. Sich wieder bei ihm noch umbringen. So, das könnte auch wieder zurückgehen für Lebensenergie. Wie komme ich denn da dran? Ach so, ja. Können wir gar nicht aufheben. Denn selbst das Speichern zur Qual wird. Irgendwo hier muss eine Kiste stehen oder sowas, dass er da rankommt. Oder den nächsten Schalter betätigen. Was für eine Prozedur, nur um speichern zu können. Krank. Wahrscheinlich auch noch irgendwas drauflegen. Leute, ich will doch nur speichern. Ich glaube, einen anderen Sinn hat dieser Raum auch gar nicht, oder? Geht hier ja nirgends so raus. Oder ich übersehe gerade einfach nur irgendwas. Können wir das Heldenbuch jetzt holen, aber ich will auch gucken, was los ist, wenn wir das hier auf den Druckschalter legen. Furchtbar, furchtbar. Jetzt ruft er hier durch die Halle, das ist das Heldenbuch! Ja, das weiß ich. Ich versuche verzweifelt, dir das zu bekommen, um bei dir jetzt speichern zu können. Ich will natürlich auch wissen, was dieser Druckschalter jetzt bewirkt. Ich sehe nichts. Ah.
soll ich deine Taten festhalten? Ja, das sollst du. Das wär's. Furchtbar. Also das ist eine Sache, die hätte nicht sein müssen. Okay, wir versuchen uns durch dieses endlose Labyrinth im nächsten Video weiter durchzuschlagen. Da wir hier speichern können, nehme ich an, dass das vielleicht höchstens, gerade weil die Hälfte dieses Labyrinths ist. Mal schauen, wie viele Videos ich hier noch verbringen werde. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen, hoffe, dass ihr bei meiner nächsten Episode zu Landstalker, die Schätze von König Nulu, wieder mit dabei seid. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute. Naja, seine...